Hey, das war der Gotashigami. Meister der Technik Kraftstreich. Warte eine Minute. Wenn du all diese Techniken kriegst, dann bist du genau wie diese Shiranui. Du weißt schon, dieser Wolf, der zusammen mit Nagi kämpfte und umkam. Shiranuis Techniken wurden nach ihrem Tod den 13 Pinselgöttern zugeteilt. Das ist verrückt. Shiranui und Nagi, es ist genau wie in der Legende. Wie auch immer, ich persönlich habe diese Technik Kraftstreich noch nie gesehen. Wie wär's, wenn du deine Fähigkeiten mal an diesem Felsbrocken demonstrierst? Lass mal sehen, wie du ihn spaltest, indem du einen einzigen Strich malst. Ich kann es nicht glauben, bevor ich es nicht gesehen habe. Ja, wir haben jetzt eine Angriffstechnik gelernt. Damit können wir schneiden. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du es drauf hast, Fake-Noll. Ich spiele nicht einmal in der gleichen Liga wie du. Schätze ich, habe ich mich selbst ganz schön überschätzt. Hey, Fake-Noll. Mein Name ist Terraso. Ich bin zur Besinnung gekommen. Wenn du die wiedergeborene Shiranui bist, dann bedeutet das, dass du alle 13 Techniken meistern kannst, stimmt? Und in diesem Fall denke ich, dass ich bei dir bleiben sollte, bis ich auch so gut bin wie du. Da hast du aber ein Glück, was? Super, wir haben Flöhe. Hey, es hat keinen Sinn zu versuchen, mich umzustimmen. Es gibt nichts, was mich umstimmen kann, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe. Aber nun genug von mir. Jetzt, wo du die Technik Kraftstreich gemeistert hast, kannst du das Ding zerteilen, von dem Sakuya gesprochen hat. Lass uns zurückgehen und es ausprobieren. Ja, jetzt kann ich halt Kraftstreich. Damit kann ich viel zerteilen. Auch Töpfe. Und Baumstämme, die mir im Weg sind. Ich könnte sogar hier mal ein bisschen gemein sein und Bäume abhacken. Ah, das macht Spaß irgendwie. Weil da sind auch alltägliche Früchte drin. Alltägliche Früchte, ja. Falsches Spiel, glaube ich, gerade. Also Früchte, Zeug allgemein. Ich muss aber dran denken, dass jeder Streich Tintenfässer kostet. Was zur Hölle? Woher sind die denn gekommen? Ach, was soll es? Erst losschlagen, Fragen stellen, man hinterher. Stimmt's? Du weißt über das göttliche Instrument auf deinem Rücken Bescheid? Nun drücke linke Maus auf, um dessen Kraft einzusetzen. Sie, Ami, wenn du sie erwischt, hast du sie schwarz-weiß gemacht. Sind sie leichte Beute für deinen Pinsel, egal wie stark sie sind. Okay, schnapp dir deinen Pinsel und verpasse ihn einen Kraftstreich. Ja. So besiegt man halt Gegner. Man muss sie erst ordentlich hauen. Erhalten Geisterkugel S. Greifbar bemachter Glaube gibt ein wenig Solarenergie. Erhalten Tintenflasche. Führt einen von Amaterasus Tintentöpfen auf. Ja, und für jeden Kampf kriegen wir halt Yen, je nachdem wie viel Schaden und alles wir gemacht haben. Also wie gut unsere Leistung war. Und das war nicht das, was ich abreißen wollte, egal. Eigentlich wollte ich das hier abreißen. Okay, der Stein ist nicht abreißbar. Nö. Gut. Das heißt, wir kehren jetzt erstmal zurück zum Anfang, wo die Frucht war. Machen unterwegs den Esel kaputt. Oh, und müssen wieder kämpfen. Würdest du sterben? Okay, der ist tot. Der auch.
Ja, Zeit und Schaden gibt Geld. Ich glaube, Kämpfe können später sogar random sein. Und ich hatte eigentlich für die Ladezeiten... Genau, Minispiel eingeschaltet. So. Gut, schwimmen wir hier durch den Sternenfluss. Und dann geht's da drüben weiter. Das wollte ich eigentlich nicht an. Oh, ist auch gut. So, das da noch einsacken. Ach, und die zerteilen wir mal alle. Und ein Teil davon jedenfalls. Und mach den letzten kaputt, so. Das heißt, wir können hier auch gleich wieder speichern. Einfach mal auf Spielstand 2. Ja. Und wir können wieder nach Hause, beziehungsweise einfach raus hier. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding da runterschneiden. Und hat sich schon erledigt. Jetzt erblüht alles wieder im schönen Grün. Jedenfalls in dem Dorf. Oh, das Dorf ist wieder hergestellt. Sakuya kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie beschützt das Dorf wirklich. Trotzdem wünschte ich, dass ich mehr Zeit in ihren Kimono verbringen könnte. Ja, du verstehst, was ich meine. Aber ernsthaft, mit all diesen Monstern hier in der Gegend, das Dorf könnte noch immer in Gefahr sein. Lass uns zurückgehen und nachsehen, wie es dem Dorf geht. Jo. Für den Himmel haben wir noch nicht bezahlt, scheinbar. Aber dafür für Bäume. Die uns nur leider keine Früchte geben. Was zur Hölle? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es hier eine Statue gab. Naja, was soll's? Lass uns mit den Dorfbewohnern des Dorfes sprechen. Das Problem ist, ich glaube, das ist ein Dorfbewohner. Gehen wir erstmal nach oben. Ich habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Das Dorf Kamiki ist berühmt für seine schöne Landschaft. Ich frage mich, was da unten wohl los ist. Ja, von da bin ich gekommen.
Ich denke mal, wir können einfach wieder hier runter. Ja, Fallschaden gibt's nicht, zum Glück. Nee, kein Obst mehr für mich. Schade. Ja. Hey, hier ist noch eine Statue. Es ist so, als ob die Dorfbewohner sich in Stein verwandelt hätten oder sowas. Nicht schon wieder. Das ist keins von den kleineren Monstern, die hier überall lauern. Sein Gebrüll gehört zu etwas viel größerem. Wir sollten uns beeilen und versuchen, jemanden zu finden, der sich noch bewegt. Wir haben keine Zeit, hier rumzustreuen. Und da ist Schilder zu lesen, ja. Ja, die Frau ist auch versteinert. Der hier ist auch versteinert. Das ist nicht gut, keine Bewegung hier. Noch vor ein paar Stunden waren alle vollkommen in Ordnung. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Das Dorf ist wieder normal, aber was ist mit diesem dunklen Himmel? Vielleicht ist es auch außerhalb des Dorfs dunkel. Lass uns irgendwo hochgehen, sodass wir uns mal umschauen können. Ja, jetzt müssen wir wieder nach da oben. Lass uns zur heiligen Plattform zurückgehen. Ja. Auf der wir vorher waren. Dahin bin ich ja unterwegs. Lass uns zur heiligen... Ja, ja, da bin ich ja schon. Das ist schlecht. Die Sonne scheint nicht einmal. Es ist dunkel wie finstere Nacht, soweit man sehen kann. Und kein Dorfbewohner kann auch nur einen Muskel bewegen. Ist das eine Art Fluch? Hat das ein Monster getan? Das wird doch jetzt nicht für immer so bleiben, oder? Wenn auch nur die Sonne am Himmel wäre, um uns den Weg zu leuchten. Wenn du in den Himmel einen Kreis malen könntest, dann hätten wir Sonne. Aber ich schätze, das wäre sogar für einen Gott wie dich unmöglich. Vielleicht sollten wir einen Gott des Pinsels um Hilfe bitten. Aber wenn du diese Art der Macht von Beginn an hättest, dann wäre das natürlich eine andere Sache. Tja, wir sind Amaterasu, die Mutter der Sonne, also... Boing. Da hast du deine Sonne. Was zur? Aber wenn ich darüber nachdenke... Dein Name ist Amaterasu. Das ist der Name der Sonnengöttin. Deshalb würde ich mal annehmen, dass du über die Technik Sonnenaufgang vom Beginn an verfügst. Damit kannst du sogar die Nacht zum Tag machen. Wow, du bist kein gewöhnlicher Gott, das ist aber mal sicher. Der schwingende Pinsel ist wie die Musik der Himmel. Das ist ein Vers aus einem Gedicht meines Großvaters. Er fand, dass ein guter Künstler wie ein Musiker mit Form und Farben sei. Nun, da du ja so eine große Künstlerin bist, warum nennen wir dein Malwerkzeug nicht nach seinem Gedicht? Es heißt göttlicher Pinsel. Schließlich hat dein Pinsel die Sonne zum Vorschein gebracht. Nun, Ami, lass uns zurück zum Dorf gehen. Lass uns mal gucken, ob die Dorfbewohner jetzt wieder normal sind. Hm? Wer bist du? Dorfältester Herr Mandarine. Ein weißer Wolf? Aber nicht jener, der zusammen mit Nagi... gegen die schreckliche Kreatur gekämpft hat. Du kannst unmöglich der legendäre Shiranui sein. Nein, das kann nicht sein. Diese Geschichte ist 100 Jahre alt. Aber du siehst aus wie die Statue von Shiranui. Ja, für Menschen sieht Amaterasu halt wie ein einfacher Wolf aus. Aber auf der anderen Seite siehst du auch nicht so klug aus. Danke.
Wow, kein Grund, gleich so zu knurren. Kannst du wirklich verstehen, was ich sage? Nun, ich bin niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Ich zähle nur Fakten auf. Was ist das für ein Schauer, der mir da den Rücken runterläuft? Hier kommen sie, Fellknäuel. Das sind die Monster, die das Land plagen. Sie schleichen sich in Dörfer und verursachen alle möglichen Probleme. Tritt zur Seite, Fellknäuel. Das ist ein Job für mein treues Schwert. Den Komaru. Ja, du kleines Etwas. Genau, wir werfen erstmal den Dorfältesten weg, dass der uns nicht im Weg steht. So. Und weg mit dir noch. Ja, ich weiß nicht, was die Symbole bedeuten sollen. Deswegen lasse ich einfach mal. Mach mir keine Gedanken darum. Wow, du wirst ganz schön wild, wenn du wütend wirst, oder? Hey, du hast ein wenig Glück verschafft. Guck mal, hast du gesehen, wie die ausgedrückte Quelle wieder zu fließen begann? Das geschah, weil die Kraft der Götter des Landes wiederhergestellt wird, wenn ein Gebiet vom Monster gesäubert ist. Die Menschen nennen das göttliche Intervention. Je mehr du dem Land seine natürliche Schönheit wiedergibst, umso mehr Glück wirst du kriegen. Das ist die Quelle deiner Macht. Nur wenige glauben an die Götter diesen Tagen. Und das schwächt dich, aber wenn du dich voll anstrengst, dann kannst du deine wahre Macht wiedererlangen. Mann, aber es gibt hier so viele Monster in letzter Zeit. Und dieser Mister und dieser Herr Mandarine, den du umgeworfen hast, um auf der heiligen Plattform, sieht aus, als würde er denken, du bist ein normaler Wolf. Es scheint, die Götter sind schon so schwach geworden, dass Menschen sie nicht mehr sehen können. Grummel, grummel. Oh, naja, ich werde dich mal weiter durch das Dorf führen. Ich habe das so ein Gefühl, dass du hier ein episches Abenteuer geraten. Dass wir hier in ein episches Abenteuer geraten. Das könnte interessant werden, Fellknäuel. Ja. Ich will erstmal den nächsten Speicherort finden. Erhalten Futtersacksamen. Leckere Samen geeignet für samenfressende Tiere. Warum, du kleiner Teufel? Sieh nur das leckere Fressen, das du gefunden hast. Hey, warte, das ist Tierfutter. Wir sollen es aufheben, um es Tieren zu geben. Benutze es, wenn du später irgendwelchen Tieren begegnest. Irgendetwas Gutes wird schon dabei rauskommen. Wenn wir es so einsetzen. Ich weiß, Götter sollten andere Wesen nicht so benutzen, aber verdammt nochmal, mach einfach mal eine Ausnahme. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Da gäbe es noch etwas, das ich dir erzählen wollte. Wann immer du die Objekte prüfen möchtest, die du erhalten hast, drücke einfach F1, um das Fächermenü zu öffnen. Wenn das Fächermenü geöffnet ist, kannst du die Gegenstände in deinem Besitz prüfen und einsetzen. Du kannst dort auch noch andere Dinge tun. Das Fächermenü ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Abenteuer. So. Ah, mit Q und E können wir einfach durchseppen. Das sind unsere Sachen und Ausrüstung. Wir haben Futtersack und wir haben heiligen Knochen. Jo. Und ausgerüstet haben wir jetzt erstmal nur Sakuyas heiligen Spiegel. Mhm. Solarenergie ist Amaterasus Lebensenergie, also ja, die richtige Lebensenergie. Tintenfass ist die verfügbare Tinte. Magen, der rettet Amaterasu vor dem Tod, wenn er voll ist. Und Börse, Beutel für das Vermögen, ja. Und ja, ich glaube, daneben steht, wie viel wir reinpacken müssen, um es zu steigern. Da sind unsere Pinseltechniken, also der Kraftsteig, die Restauration und der Sonnenaufgang. Eine der 13 göttlichen Pinseltechniken, ja, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Logbuch, Reiseführer, Bestarium, Logbuch. Gucken wir uns auch das nächste Mal an. Reiseführer. Bestarium. Und hier ist die Karte. Menü.
Ultima-Spiegel. Ah ja, Ursprungsspiegel. Ultima-Spiegel ist schon mal sehr gut. Schließe Fächer und spiele weiter. Das ist doch besser. Oh, Vögel zum Füttern. Die sind mir jetzt aber weggeflogen. Kommen sie wieder? Ja. Gut, dann füttern wir mal die Vögel. Ja, wir füttern schön die Vögel. Ein Vogel jedenfalls. Ja, wie lange müssen wir uns das ansehen? Können wir uns das irgendwie abbrechen? Scheinbar nicht. So, das gibt uns nochmal 5 Glück mehr. Und ich wollte hier eigentlich gucken, ob das, was hier drin ist... Ja, können wir aufsammeln. Das ist Lebensenergie eigentlich. Ja gut, da habe ich mich vertan, dass der Magen was mit der Lebensenergie selber zu tun hat. Die Lebensenergie ist halt das andere da oben. So, versuchen wir mal ganz kurz den Spiegel zu finden. Der ist auf der anderen Seite der Brücke. Weil bevor wir uns jetzt hier im Dorf umsehen, will ich speichern. Wie gesagt, ist erstmal das Sonntagsprojekt. Das heißt, die Folgen werden unbestimmte Länge haben, weil ich hier nach dem gucken muss, wo die Speicherpunkte sind. So, speichern. Da wird uns sogar angezeigt, welche Pinseltechniken wir mittlerweile haben da unten. So, ich will speichern. Speichern ist erfolgreich. Und dann würde ich sagen, gibt es erstmal einen Cut und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Wie ich dieses Spiel hier spiele. Ja. Wuff, wuff. Also, bis zur nächsten Folge.